YouTube, was geht ab? Aber wieder am Start, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen GTA 5 RP-Folge, Leute. Wir sind wieder in meinem Haus, wie ihr sehen könnt. Wir fahren mal ein bisschen in die Stadt, Leute, weil heute haben wir uns mal einen Schilling verdient, Leute. Wir haben uns eine Army aufgebaut. Wir haben uns ein Kampfauto gebaut. Wir haben so viel letzter Zeit gemacht. Ich denke mal, wir haben mal heute einen freien Tag verdient. Und ich dachte, ich hole euch mal mit, Leute, dass wir mal ein bisschen zusammen chillen können. Oh, warte mal, mir schreit gerade vom Chillen und mein Handy klingelt. Hallo? Officer General Sergeant Magic Metal hier. Hey. Wir brauchen dringend Verstärkung. Wir haben hier einen Notfall. 437, go 437. Schnell. Ja, okay. Ja, okay, okay. Ich komme. Katastrophe. Oh mein Gott, was ist... Ja, chill. Aufgelegt, Leute. 347 hat er gesagt. Das ist, lasst mich kurz überlegen. Army Base unter Angriff. Leute, die Army Base wird angegriffen. Leute, ich habe heute Freitag, wollte ich mal. Egal, Leute, wir müssen helfen, Leute. Wenn Los Santos uns braucht, sind wir für Los Santos da, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, auf noch mehr GTA 5 RP Videos, so lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, Leute, wir müssen unbedingt Kickdown geben, damit wir zur Army Base kommen, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Leute, stellt euch vor, es gibt keine Army mehr. Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen an der Army Base hier. Wann ist es? Hä? Was ist das da hinten, Leute? Oha! Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Leute, ich brauche meine Waffen. Ich brauche meine Waffen. So, okay, wir gehen langsam nach vorne, Leute. Wir wissen nicht, was hier los ist. Wenn der Angriff ist, kann sein, dass hier noch irgendwo Gegner sind. Ich werde mal langsam nach vorne gehen. Oh, da ist ein Panzer. Oh, Leute, das sieht nicht gut aus. Leute, das sieht nicht gut aus. Wir müssen jetzt hier kurz weiter. Immer dran vorbei. Oh mein Gott. Hey, da vorne ist einer. Okay, Leute, ich werde langsam hingehen und gucken, ob das eine... Ist das ein Verbündeter oder ist das kein Verbündeter? Ich weiß es nicht. Check, hallo? Widerstand ist zwecklos. Ich habe die ganze Base eingenommen. Nein, Leute. Nein, das war ein Kamerad. Der ist hier. Wo schießt der? Oha! Sieht er mich? Nein. Er jumpt einfach weiter, Leute. Er jumpt einfach weiter. Okay, Leute. Wir haben gesehen, auf jeden Fall irgendwas Komisches greift die Base an, Leute. Aber schaffen wir das so? Leute, ich glaube, so schaffen wir das nicht. Leute. Wir müssen uns unbedingt umziehen gehen, Leute. Wir müssen uns ausrüsten. Wir brauchen was Besseres. Leute, ich muss schnell in meinem Kofferraum. Ist so eine dicke Tasche, Leute. Ich gehe mich erstmal eine Kampfausrüstung anziehen. Und danach gehen wir da richtig rein, Leute. Ich kenne jetzt gar keine Gnade mehr. Die werden wir auf jeden Fall zerstören. Let's go. Komm. Wir ziehen uns schnell um. Okay, Leute, meine Army-Ausrüstung ist da, Leute. Wir haben unser dickes MG rausgeholt. Ich bin mal gespannt, wer dieser Typ eigentlich ist. Er konnte doch irgendwie voll krass springen, Leute. Das war voll komisch. Auf jeden Fall, Leute, wir müssen nach vorne gehen. Vielleicht sind noch andere Soldaten da. Oh mein Gott, Leute, wir müssen ruhig. Vielleicht können wir noch irgendwen retten, Leute. Okay, Stürmung! Da kommt einer. Hello! Nein. Okay, Leute. Hey, ich hoffe, dieser Groß hat es nicht gehört, Leute. Wir müssen erst mal vorne nach vorne stürmen. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Deckung. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Deckung, damit wir hier nicht direkt angeschossen. Oh mein Gott, Leute. Hier geht es ja richtig ab. Hier ist was am Explodieren. Oh nein. Boah, hier sind tote Soldaten. Oh mein Gott, was ist das? Wer ist das da hinten? Oh, Rettungskräfte, alles da. Die amerikanische Flagge hängt an den Panzern. Oha, Leute, was passiert hier? Oha, oh. Digga, explodiert ja alles. Nein. Wir müssen den unbedingt irgendwie aufhalten gehen. Erst mit die Deckung gehen. Leute, der ist komplett am Ausrasten. Oh, ach du Heilige. Leute, was ist hier los? Wow. Stoppen Sie. Nein. Okay, Leute. Widerstand ist zwecklos. Wer ist das? Und wie hat er so eine Rüstung bekommen, Leute? Ich muss dem irgendwie hinterher schleichen und herausfinden, wo er so eine Rüstung her hat. Wow. Okay, Leute, wir müssen aufpassen. Oh, hinter dem Feuerwehrwagen verstecken. Ach du Heilige. Was macht er als nächstes, Leute? Ist er da durch? Ich glaube, der ist irgendwie da hinten hin. Ach du Heilige, Leute, guckt euch das mal an. Der hat so viel kaputt gemacht. Da eben. Der ist auf Dach gesprungen. Oh nein, wie kommen wir hier durch, Leute? Hier ist ein Zaun. Leute, egal, ich habe eine Idee, wie wir durch den Zaun kommen können. Wir müssen hier in den LKW rein. Oh nein, springt der, Leute. Ich sehe ihn da hinten. Nein. Oh, ich muss es kurz schließen. Oh, ich habe es kurz geschlossen, Leute. Sehr gut. Okay, wir müssen den Zaun machen. Oh. Okay, wir müssen aber zu Fuß weiter. Leute. Wir müssen den irgendwie aufhalten. Was ist das denn für ein Typ? Oh nein. Oha. Er prügelt auf die Leute ein hier. Nein, er schießt die einfach. Nein, meine Kameraden, das sind Kameraden von mir. Oh nein. Hey, was macht dieses Flugzeug hier? Ist der Präsident auch hier? Ich weiß es nicht. Oh, Leute, da hinten jumpt er wieder weg. Okay, Leute, lass uns mal ein bisschen hier umgucken. Lass uns unbedingt mal ein bisschen hier umgucken. Okay, Leute, der war aber eben hier, glaube ich, drin. Wir müssen... Oh, da ist jemand. Scheiße, Mann. Endo! Schiefgelaufen. Ja. Wer sind Sie? Okay.
Ich bin Professor Naseweiß. Professor Naseweiß, was ist mit diesem Typen, der hier voll am Durchdrehen ist? Scheiße, du kannst ihn nicht stoppen, ist zu spät. Wie, warum? Wer ist das? Warum greift er die Base an? Bring uns einfach nur in Sicherheit. Ja, warum? Ich muss wissen, wie man ihn aufhält. Wer ist das? Was ist das überhaupt? Es ist kein Er oder Sie. Es ist eine künstliche Intelligenz. Hä? Was? Es ist ein Roboter, es ist ein Anzug. Ein Anzug mit einer künstlichen Intelligenz? Es hat ein Eigenleben entwickelt, künstliche Intelligenz. Es wurde gemacht, um unsere Feinde zu eliminieren. Aber es denkt, dass alle Menschen unsere Feinde sind. Wir können nicht stoppen, es ist zu stark. Es gibt immer irgendwo... Oh mein Gott, er schmeißt mit den Sachen rum. Aber es gibt doch immer eine Schwachstelle, egal wo. Ja und nein, es gibt eine Schwachstelle, aber das bringt nichts. Ich muss es versuchen. Schauen Sie mal, was er da anstellt. Geben Sie, sagen Sie mir schnell, danach können Sie raus, dann ist ein LKW. Das sind magnetische Strahlen, können den Sicherungskasten in den Anzug zerstören. Ah, wie soll ich eine magnetische Welle erzeugen? Warte, ich habe da eine besondere Erfindung für dich. Hier, guck in meine Hände, guck in meine Hände. Ja, ich hol mir die. So, ich hab die. Ich hab die. Das ist eine spezielle Magnet. Oh, nein! Wissenschaftler? Oh nein, Leute, da kommt jeder hin. Sie die Menschheit. Versprochen! Oh, Leute, wir müssen unbedingt dahin und wir müssen ihn irgendwie stoppen. Was macht der hier, Leute? Der ist alles am Zerstören. Das ist doch nicht mehr normal. Oh mein Gott. Wir müssen unbedingt dahin. Leute, wo ist der hin, Leute? Okay, die Flugzeuge stehen schon. Wow! Oh, Leute, zum Glück bin ich schon weggesprungen. Wow, Leute, wir müssen auf jeden Fall hier ein paar Mal ausweichen. Das hätte uns fast erwischt, Leute. Wenn uns das erwischt, sind wir am Arsch. Dann sind wir tot. Mein Gott, da war ein Stück vom Flugzeug. Da hinten jumpt er rum. Ich werde mich ihm stellen, Leute. Mal schauen, aber ich hoffe, er wird nicht direkt auf mich losschießen. Ich glaube, er nimmt mich aber auch nicht ernst. Wow! Oh mein Gott, Leute. Er schmeißt einfach einen Titan. Nein, wir müssen ihn irgendwie stoppen, Leute. Ich auch. Ah, scheiße, Leute. Ich probiere erstmal mit der Sniper aus. Nein, er ist zu schnell. Er ist zu schnell, Leute. Leute, wir werden diese Pistole holen. Wir müssen diese Pistole holen, aber die Frage ist, was? Nein, wir müssen in Deckung. Oh mein Gott, schießt er auf mich? Ich hab ihn noch erwischt. Wow. Oh, Leute, ich dachte, das kommt jetzt auf mich zugeflogen. Nein, der jumpt da überall rum, Leute, was? Und? Nein, es tut ihm nichts. Es tut ihm einfach nichts. Wow. Oh mein Gott, okay, der meint es ernst. Bleib stehen! Ich werde dich ausrotten! Komm runter, kämpf mit mir! Du bist kein echtes Lebewesen, du bist nur eine künstliche Intelligenz. Du bist ein Roboter, mehr auch nicht! Hände hoch! Was für mich? Du bist kein echter Mensch. Hände hoch! Nein, ich bin nicht erwischt. Ich habe ihn nicht erwischt. Bleib stehen! Nein, Leute, flieht er von mir? Du bist nur ein Schrotthaufen, kein Mensch! Leute, wir müssen ihn irgendwie provozieren, Leute. Wenn er ein Eigenleben entwickelt, dann... Ja. Hast du gehört, du Schrotthaufen? Nein, Leute! Ich kann ihn so nicht treffen. Lass mich los, ich mach dich fertig! Leute, er knallt mich voll auf den Boden. Nein! Mensch, hör auf, mich zu verfolgen, sonst wirst du fallen. Verdammt, auf Wiedersehen. Bleib stehen! Nein, Leute. Okay, Leute. Wir müssen jetzt irgendwie hier runterkommen, Leute. Wir werden hier runterklettern müssen, Leute. Ich hab so Greifhaken und alles, Leute. Let's go runter! Okay, Leute. Warte. Ich will da mal ausruhen, ob ich ihn damit wehtun kann. Nein, er jumpt schon wieder weg. Ey, du Schrotthaufen, du hast mich noch nicht erledigt. Komm her! Ja, Leute, es funktioniert. Nein, er will fliehen. Nein. Oh mein Gott. Bleib stehen, ich mach dich fertig. Hä, gegen einen normalen Menschen verlierst du. Deswegen kannst du niemals ein Mensch sein, du Schrotthaufen. Und... Leute, ich muss ihn irgendwie schnappen. Nein. Heiß. Au, mein Popo. Au, da hat's gebrannt. Nein. Wir müssen den stoppen, Leute.
Oh, hat ihn das nicht irgendwie... Nein, ich muss den jetzt schnappen. Er will mit dem Titan los. Er will mit dem Titan los. Ich muss da schnell rein, Leute. Ich muss da irgendwie schnell rein. Raus mit dir! Boah, Leute, er schlägt mich, er schlägt mich. Wir müssen raus. Warte, ich glaube... Leute, ich glaube, wir konnten ihn besiegen. Wir müssen den Anzug irgendwie freikriegen. Wir müssen ihn irgendwie rauskriegen. Boah, Leute, ich habe ihm den Anzug abgezogen. Ich habe ihm ihn angezogen. Oh mein Gott, Leute. Ich will eine neue Kraft, Leute. Boah, Leute. Guckt euch das an, Leute, hier. Ich kann jumpen richtig hoch. Ich habe sogar seine Laserwaffen mitgeholt, Leute. Es juckt mich nicht. Leute, was? Hä? Was ist das denn? Oh mein Gott, Leute. Ich kann einfach so hochjumpen, wie ich will. Wie geil ist das denn? Aber Leute, wir werden uns ganz kurz den Jet holen, weil ich kriege auch keinen Schaden mehr, glaube ich, Leute. Nur noch magnetische Wellen. Lass uns mal zu Max gehen und meinen neuen Anzug präsentieren, Leute. Let's go. Komm, abheben. So, Jet gestartet. 3, 2, 1, let's go! Wuhu! Ab zu Max, Leute! Oh mein Gott, Leute, guck mal, ich fliege hier einfach so mit dem Jet. Wie cool ist das denn, Leute? Da hinten wohnt Max. Erstmal Max ein bisschen zeigen, was ich so schön drauf habe. Let's go. Und wir springen einfach raus. Wuhu! Wow! Bam! Gar keine Schmerzen, Leute. Der Anzug hält doch alles aus. Wuppa-duppa-du. Und zack, zack, zack. Komm, Leute, wir reden mal wie so ein Roboter. Warte, ich hab diese Funktion, Leute, warte. Test, hallo. Okay, Leute, lass uns mal gucken, wo Max ist. Lass uns mal gucken, wo Max ist. Hi, Crymax. Hey, wer bist du, was willst du? Die werden von Los Santos gesucht. Ich bitte sie, mit rauszukommen und keinen Widerstand zu leisten. Alter, bist du Polizist oder so? Ich bin IT-348. Was meinst du? Was willst du hier? Verpiss dich aus meinem Haus, Junge. Bitte, mitkommen. Sonst schallert's hier gleich. Oder ich muss Gewalt anwenden. Ja, okay. Ist ja gut, ist ja... So, mitkommen. Er sieht total krank aus. So, die Tür verlassen. Er hat gesagt, raus! Mein Gott, habt ihr das gesehen? Ich hab eine magnetische Waffe. Folgen Sie mir, iCrymax. Alter, wir machen dem jetzt ein bisschen Angst. Oh! Boah, Leute, ich sag euch ehrlich. Was willst du denn? Ich bin richtig motiviert, Alter. Anzug hat er nicht eine eigene KI oder so? Soll er das irgendwie mich beantworten? Nein, es beansprucht mich nicht, Leute. Schauen Sie zu, Herr Crymax. Entscheiden Sie sich. Sie bekommen die Freiheit oder diese Menschen? Was denn für Menschen? Was ich willst du? Ich rede von denen hier. Alter, was? Oh mein Gott! Sagen Sie. Oh mein Gott, lass die Leute in Ruhe. Dann werden Sie mitkommen müssen. Weg mit denen. Ach du Scheiße, Mann, wer bist du? Bist du irgendwie so ein Militärprojekt Leute. Oder irgendwie sowas? Ey, Leute, das macht mir voll Spaß irgendwie. Du hast gerade 10 Leute getötet. Nein, ich hab das Verlangen, sie zu schlagen. Nein, Leute, ich darf ihn nicht schlagen. Ich muss weg von Max, Leute. Ich hab voll die Aggression. Was ist mit diesem Anzug los? Komm her, du Schrotthaufen. Was für Schrotthaufen? Nein, Leute, was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht, Leute? Nein, Leute, ich muss diesen Anzug irgendwie abkriegen. Nein. Max! Nein, er ist bewusstlos. Er ist komplett bewusstlos, Leute. Wir müssen irgendwie zu Russik. Vielleicht kann der... Ich muss ihm die Waffe noch schnell geben, bevor ich komplett böse werde. Ich lasse Max hier. Wir müssen schnell zu Russik, Leute. Wir müssen zu Russik. Highspeed aktiviert! Leute. Wir müssen irgendwie zu Russik. Der muss mich aufhalten. Leute. Leute, das juckt überall den ganzen Körper. Ich kann euch sagen. Ich werde immer mehr böse. Russak! Russak! Hä? Was ist das denn? Wow! Du musst mich aufhalten! Du musst mich aufhalten! Hey, wer bist du? Du musst mich aufhalten! Scheiße, ich hab dein Haus zerstört! Mädels! Ich hab dein Haus zerstört! Die Party ist vorbei, Mädels! Russak kann mich nicht aufhalten, Leute! Russak ist zu schwach und dafür muss er büßen! Russak! Russak, wo bist du? Wo ist Russak hin? Ich werde mir sein Auto schnappen. Russak, ich werde dein Auto zerstören! Komm raus! Russak! Bleib stehen!
So, Wussack. Du konntest mich nicht aufhalten. Du konntest mich nicht aufhalten! Dafür wirst du jetzt büßen, Wussack. Ich werde, dass du leidest. Alter, wer bist du? Mann, lass dich in Ruhe, bitte. Bitte, lass dich in Ruhe. Wer bist du? Sag mir deinen Namen, Mann. Ich bin ET34. Irgendwelche letzten Worte. Ja, richtig. Warst du gerade im nächsten Mal? Ich dachte, du bist ein Roboter. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wussack. Stehen. Irgendwelche letzten Worte, bevor ich dich eliminiere. Alter, sag meinem Freund, dass sie liebe Ami, Max, As, Jun, Allah, Allah. Wussack. Wussack. Nimm die Waffe! Ah, nimm die Waffe! Ah, nimm die Waffe! Bist du das? Nimm die Waffe! Und schieß auf mich! Ich töte! Was ist das? Was ist das? Ich zieh sie aus! Ami, mach auf! Mach auf, Junge! Aua! Rossack, oh, dir geht's gut. Was ist das für ein Teil? Egal, das war. Ey, Rossack. Geh weg hier. Geh weg. Ey, warte, 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 warte. Wir müssen das. Was war das? Mach Benzin. Nein, er ist hier unten. Ja, verbrennen! Oh, wir müssen weg, Rossack, Digga. Ich glaube, das wird alles brennen gleich. Oh mein Gott, Rossack, ey, zum Glück geht's dir gut. Zum Glück geht's dir gut, Digga. Alter, du hast mich fast umgebracht, Mann. Ja. Bro, ich erzähle dir die ganze Geschichte, wenn wir bei dir zu Hause sind, okay? Ich erzähle die ganze Geschichte. Ey, sorry, sorry, Bro. Ey, Leute, fast wäre ich komplett böse geworden. Du schießt einen komischen Anzug mit der künstlichen Intelligenz, aber wir haben es gerade noch so geschafft, Leute. Rossack hat mich gerettet. Die Macht der Freundschaft hat mal wieder gesiegt, Leute. Aber ich würde sagen, oha. Der Anzug ist explodiert, Leute. Zum Glück. Leute. Zum Glück ist niemandem was passiert. Das war es aber auch gewesen mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Leute, checkt die Jungs in der Videobeschreibung ab. Leute, ich brauche eine Pause. Ich bin fertig. Ciao, euer Amir.